Ich erteile das Wort der Kollegin Christine Buchholz für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Bundesregierung will heute noch mehr Soldaten nach Afghanistan senden, angeblich um die Sicherheit dort aufrechtzuerhalten. Sie meint damit aber die militärische Absicherung der Regierung Karzai. Ich war mit meinem Fraktionskollegen Jan van Aken vor 4 Wochen in Afghanistan, und in jedem Gespräch, das wir mit Afghaninnen und Afghanen führten, spürten wir die Verachtung für diese Regierung. Das liegt daran, dass sie korrupt ist, dass in ihr die Warlords der vergangenen Kriege sitzen und dass es nach 8 Jahren keine nennenswerte Verbesserung der Lage der Bevölkerung gegeben hat. Ohne die Unterstützung der NATO-Staaten wäre diese Regierung nichts. Die Bundesregierung sagt, sie wolle die Bevölkerung schützen. ISAF-Kommandeur Stanley McChrystal fordert, zivile Opfer zu vermeiden. Aber der Aufstand gegen die Regierung Karzai und die ausländischen Truppen hat eine breite Unterstützung in der afghanischen Bevölkerung. Die Aufständischen, die Sie bekämpfen, sind Teil der Bevölkerung. Die Aufständischen sind auch Zivilisten. Ein Zivilist erscheint den Soldaten als potenzieller Aufständischer. Das heißt, militärische Aufstandsbekämpfung und Schutz der Bevölkerung sind unvereinbar. Der Leiter der Stability Division im ISAF-Hauptquartier erklärte uns, dass die Aufstandsbekämpfung als Ziel eine starke zivile Komponente brauche. Er berief sich dabei auf die Forderung von McChrystal, dass 40% der Arbeit von ISAF Wiederaufbau sein muss. Aber ob die zivile Komponente nun 20, 40 oder 60% beträgt, solange zivile Hilfe dem Ziel der militärischen Aufstandsbekämpfung untergeordnet ist, wird sie niemals in der Lage sein, die Lebensbedingungen der Afghanen zu verbessern. Der Krieg wird weitergehen, weitere Menschen werden getötet werden. Für das vergangene Jahr zählte die UNO 2140 unbewaffnete Todesopfer, darunter 346 Kinder. Die Tendenz ist steigend. Die Bombardierung der Tanklaster bei Kunduz am 4. September wird leider nicht die letzte dieser Art bleiben, wenn Sie heute das neue Mandat beschließen. Und es ist ein Armutszeugnis, dass Sie nicht bereit sind, diese Realität zur Kenntnis zu nehmen. Wir haben uns in Afghanistan mit Opfern des Bombenangriffes vom 4. September getroffen. Das war für uns eine Selbstverständlichkeit, denn wir wollten wissen, was die Bombardierung für Sie und Ihr Leben bedeutet. Da ist nur Jan, 26 Jahre alt. Er hat 3 Kinder, seine Frau ist hochschwanger, sie haben kein Geld. Er hat bis wenige Tage vor der Bombardierung in einer Plastikfabrik im Iran gearbeitet, weil er in Afghanistan nicht genug Geld verdienen kann. Die Explosion hat seinen rechten Arm abgerissen. Im Krankenhaus wurde er wieder angenäht, aber die Hand ist verloren und der Arm nicht mehr zu gebrauchen. Er hat ständig Schmerzen, kann nicht mehr schlafen, für seine Familie kann er nicht mehr sorgen. Er sagte uns, jeden Tag wünsche ich mir, ich wäre doch getötet worden. Was glauben Sie, was nur Jan denkt, wenn Sie sagen, Sie wollen seine Sicherheitssituation verbessern? 91 Frauen sind durch den Angriff zu Witwen geworden. Die meisten von ihnen sind nun von Almosen abhängig. Von Almosen lebt auch Laila. Ihre beiden jugendlichen Söhne wurden getötet. Der eine hat sich um das Feld gekümmert, der andere um die Kuh. Nun muss sie sehen, wie sie ihre kleinen Töchter über die Runden bekommt. Was glauben Sie, was diese Frauen davon halten, wenn hier argumentiert wird, man möchte den Frauen in Afghanistan helfen? Bulbul konnte ihre 3 kleinen Enkel nicht davon abhalten, mit den anderen zum Fluss zu laufen. Sie saß mir mit Tränen in den Augen gegenüber und meinte, dass sie im Gegensatz zu vielen anderen wenigstens die Überreste ihrer Enkel gebracht bekommen hat, um sie beerdigen zu können. Die Begegnung mit den Hinterbliebenen hat mir deutlich gemacht, ob sie es wahrhaben wollen oder nicht, Deutschland ist an einem Krieg gegen die einfache Bevölkerung in Afghanistan beteiligt. Meine Damen und Herren,
Und damit spreche ich besonders die Kolleginnen und Kollegen der SPD und der Grünen an. Wenn Sie die Entscheidung über das neue Mandat treffen, denken Sie daran, wie auch immer Sie den Krieg rechtfertigen, Sie entscheiden heute über Leben und Tod. Also ich bitte Sie unverzüglich, die Spruchbänder runterzunehmen. Ich schließe alle Kollegen der Fraktion, die dieser Aufforderung nicht gefolgt sind, hiermit vom weiteren Verlauf der Sitzung aus. Ich bitte Sie nun, mit dem Plenarsaal zu verlassen. Ich fordere Sie jetzt noch einmal auf, den Saal zu verlassen, weil Sie vom weiteren Verlauf dieser Sitzung ausgeschlossen sind. Ich vermute, dass mindestens die parlamentarischen Geschäftsführer eine hinreichende Kenntnis der Regelung unserer Geschäftsordnung haben, zumal das bei vergleichbaren Situationen im Ältestenrat immer als hoffentlich ernst gemeinte Positionierung vorgetragen worden ist. Ansonsten muss ich auf die sich weitere daraus ergebenden Konsequenzen aufmerksam machen, wenn Sie dieser Aufforderung nicht folgen. Klar. Von der dritten Reihe an.